Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und ich zeige euch heute die Mass Effect Andromeda Companion App Apex HQ, was ihr damit machen könnt und ja, ob sie überhaupt was taugt. Und ja, um das schon mal vorwegzunehmen, sie taugt etwas und frisst auch nicht ganz so viel eurer Zeit. Schaut zwei, drei, viermal am Tag rein und schickt eure Teams auf Einsätze, könnt aber auch euer Multiplayer-Charakter aufleveln oder andere Ausrüstungsgegenstände zuordnen. Hier seht ihr auch eure Erfolge im Prestige-Bereich, was ihr bisher schon freigeschaltet habt. Der Tod von oben oder Terminator, eure Apex-Wertung, eure Herausforderungswertung. Also ziemlich viele Informationen. Die App ist aber ein bisschen instabil, also sie stürzt öfter mal ab, jetzt zumindest auf Android. Ich weiß nicht, wie es auf iOS ist. Aber öfter mal neu anmelden, ja, das müsst ihr leider. Oben seht ihr noch meine Leiste vom Handy, die wird mit aufgenommen. Ja, gleich kommen wir auch zu dem Reiter-Einsatzteams. Das ist eigentlich das Herzstück dieser App. Also die Charakterverwaltung mache ich darüber nicht. Widgets gibt es auch. Die Charakterverwaltung mache ich darüber nicht, das mache ich dann in-game. Hier könnt ihr eure Freunde sehen, wer ist denn gerade online. Und wer zockt gerade, das wird euch auch angezeigt. Wenn ihr möchtet, auch über die Benachrichtigungen. Hier die Fähigkeiten. Wie gesagt, ihr könnt hier auch Punkte selbst vergeben. Aber das mache ich lieber in-game. Das ist ein bisschen... Ja, hier ist es so oberflächlich. Und ich finde die Oberfläche im Spiel selber besser. Statistiken. Ich habe noch nicht so viel gespielt. Bin gerade mal Stufe 5. Zusammen mit dem Firefox aber noch dabei. Hier könnt ihr auch einen neuen Namen vergeben. Funky Needle. Nein, Funky Noodle. So heißt das. Finknudel. Nö, was ist denn eine Finknudel? Auf jeden Fall ein cooler Charakter. Hier die Einsatzteams. Die Missionen, die ich jetzt abgeschlossen habe. Die Missionen, die noch verfügbar sind. Und wenn er jetzt da drauf klickt, auf Teams zum Beispiel, dann... Ich habe jetzt 3 von 6. Also sie sind echt teuer. Müsst ihr euch... Da, Missionserfolg. 10 Missionsfunds haben wir bekommen und das könnt ihr euch dann in-game einsammeln. Ja, auch Erfolg, Erfahrungspunkte, Forschungsdatenbox und Objektbox. Dann könnt ihr euch noch eine neue Mission aussuchen und eure Teams dahin schicken. Zum Beispiel feindliche Saboteure eliminieren. Ziemlich... Ich finde es auch cool, dass wirklich viele Informationen mitgeliefert werden. Über die Mission, Team wählen, jetzt könnt ihr dann noch Adrenalin spritzen, habe ich dann mitgegeben, es gibt nochmal einen Bonus. Auch hier wählen wir noch ein Team, da habe ich noch eins, Erfolgsquote 92%, das ist gut. Hier könnte ich jetzt Adrenalin spritzen, Kiste mit Spezialmunition, das kostet alles Missionsfonds. Die möchte ich jetzt nicht ausgeben. Ist ein bisschen ruckelig. Leider. Ja, ein Team rekrutieren geht leider nicht. Da bräuchte ich noch 5 Missionsfunds. Leider geht das nicht. Aber das ist so die Hauptfunktion. Also eure Teams auf Missionen schicken und dadurch dann Gegenstände einsammeln und Erfahrungspunkte sammeln. Für mich die Hauptfunktion. Und alles andere mache ich dann in-game. Ist mir ehrlich gesagt lieber. Aber so für zwischendurch, wenn man mal Zeit hat, hier seht ihr auch wirklich sehr umfangreiche Informationen, auch zu Charakteren. Aber so für zwischendurch ist okay. Ne? Das ist so der Mehrwert. Hintergrund übrigens der Mass Effect Andromeda Soundtrack. Also wenn ihr ein Android- oder iOS-Gerät habt, dann... Legt es euch an Herz. Ladet euch mal runter, guckt es euch an, ob es euch gefällt. Missionsupdates, da könnt ihr auch noch mal ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Da gibt es auch News. Oder ihr könnt auch Sachen einkaufen. Aber News wie Reliktfestung des Archons könnt ihr ein bisschen lesen. Da wird er dann weitergeleitet auf eine normale Internetseite. Da steht dann ein bisschen mehr. Finde ich cool. Also ist nicht so ganz lieblos, auch wenn es, wie gesagt, technisch Schwierigkeiten gibt. Ist doch ganz cool. Und
Ich gucke eigentlich jeden Tag rein. Mindestens zweimal. Bisher zumindest. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal abflacht, aber. Auf jeden Fall Daumen hoch dafür. Und ist ja noch am Anfang, ne? Ich habe mir zwar so ein bisschen ausführlichere Charakter. Also wenn man schon Charakter anbietet, dass man da Einstellungen vornehmen kann, dann hätte ich es mir ein bisschen ausführlicher gewünscht. Aber na gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Ja, ich verlinke euch das unterm Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!